Hallo und herzlich willkommen zurück bei OpenXCOM. Wir haben hier ein gegroundetes Champ-UFO, das haben wir in der letzten Folge noch abgeschossen und das wollen wir jetzt mit unserem Iron Fist mal angreifen. Ich bin gespannt, was das für eine Mission sein wird. So, dann werde ich auch direkt kurz die Leute ausrüsten. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Wir haben eine relativ standardmäßige Bewaffnung drin, deswegen werde ich da jetzt nicht wieder durchgehen. Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal. Oh. Das sieht in der Tat interessant aus. Das sieht aus wie unser Iron Fist. Ein bisschen zumindest. So, dann werden wir erstmal natürlich mit Smoke anfangen. Ich bin gespannt, was das für Gegner sind, die wir jetzt hier haben. Wie ist deine Throwing Accuracy nicht sonderlich gut? MIB, Leute. Denke, der sieht. Ah, es ist zu riskant. Wir werden das einfach hier hinpacken. Und dann passt das. Und in der nächsten Runde schießen wir ihn ab. Reaction Fire, war das ein Zivilist? Ne, das war ein MIB-Typ einfach ohne Armor. Okay. Nein! Mit der schlechten Waffe hast du einen Hund. Naja, getötet ist er, tot ist er noch nicht. Aber doch verwundet. Ich würde einfach mal sagen, wir machen ihn platt. Wo kam der eigentlich raus, ne? Das hier ist die Tür. Okay, das ist interessant zu wissen. Wollen wir den Hund retten? Sonst noch, wer hat alles ein Medkit? Echt, nur Silvio hat ein Medkit. Wow. Okay, Silvio, dann schmeiß das mal hier zu Istvan rüber. Muss den Hund versorgen. There's no one there. Okay, den Hund kann man anscheinend nicht. Den kann man anscheinend nicht wiederbeleben. Wo ist der Gegner? Hier, da steht er. Okay, wir machen erstmal nichts mit Istvan. Da ist auch einer. Ich möchte aber erstmal ihn töten. Da ist auch einer. Wow. Wie viel brauchst du? 64. Okay, das ist sowieso schon vorbei. Das heißt, jetzt ist so ganz zu spät. Naja, dann pack das Ding hier wieder weg. So, kommst du hier ran? Er hat schon Reaction Fire, das heißt, wir wagen uns da mal ran. Was zur Hölle geht mit ihm ab? So, probieren wir es mit dem Lasergewehr. Vielleicht klappt das ein bisschen besser. In der Tat. Dann schießt auch nochmal auf den hier. War ein Treffer mit dabei. Von dem her. 74, du brauchst 58. Einer weniger, dann bleibt eigentlich nur noch der hier übrig. Aimshot. Bringt halt einfach echt nicht so viel. Also aimed. Du brauchst 77. Kannst noch weggehen hier, ja. So, ich würde sagen, Lihi macht das. Oh, der hatte, glaube ich, sogar einen Raketenwerfer. Es war wichtig, dass der jetzt gestorben ist in dieser Runde. Sonst wäre das im Endeffekt noch in Desaster geendet. Dann werfen wir hier mal ein bisschen Smoke hin. So, die Sniper aufs Dach. Leider ist nicht so viel Smoke, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein. Das sage ich jetzt und werde es aber dann nicht so umsetzen. Ich hoffe, dass es so ist.
Ich hoffe, das ist euch bewusst. So. Dann brauchen wir Leute, die dann im Endeffekt ins UFO reingehen. Interessante Form auch. Ein bisschen willkürlich, also so. So, ich würde sagen, wir beenden die Runde und. Oh, da schießt jemand. Nein, sie haben den Hund erwischt, den zweiten, die Schweine. So, also wird aus allen Rohren wird hier geschossen, das ist unglaublich. Reload und Feuer. Nächster Down. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein bisschen Platz. Wundervoll. Plus ein Kill. Viel mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen, ne? So, da ist der. Ich glaube, das ist der letzte von denen, die vorhin geschossen haben. No line of fire. Tatsächlich. Warum nicht? Was ist das Problem? Der Baum ist das Problem, okay. Akzeptiert. Was ist hier das Problem? Nichts trifft es einfach nicht. Ups, da habe ich mich verklickt. Können wir von hier oben vielleicht schießen? In der Tat, aber es klappt auch nicht sonderlich viel besser. Es sind halt echt einfach die ganzen Bäume im Weg. Okay, ich glaube, wir müssen das irgendwie ein bisschen anders machen. Kannst du hier hinwerfen? Kannst du? Und du triffst sehr gut. So, Nigus. Schauen wir erstmal hier rein, da ist keiner. Ist jetzt natürlich, das Raumschiff ist ein bisschen zerstört, weil wir es abgeschossen haben. Aber ich glaube, dass wir haben es ja schon mal verfolgt. Ich glaube, das wollte irgendwie auch partout nicht landen. Deswegen ist das, glaube ich, schon okay so. Du gehst mit rein. Und du ebenfalls. Tombing wieder. Ich denke, der hier wird sterben. Die hatten nicht so viel aus, die MIB-Typen. So, dann ist hier noch eine Tür. Keiner da. Das Raumschiff ist frei. Wer hätte das gedacht? Wie sieht es hier hinten aus? Auch frei. Dann ist entweder hier in der Höhle noch einer oder hier hinten. Da könnte es durchaus noch weitergehen. Wir werden Lee jetzt einfach mal hier aufstellen. Und Istvan ebenfalls. Falls da dann einer rauskommt, sollten wir das merken. So, dann gehst du hier hin. Und einen brauchen wir da. Und du kommst hier hin. Das ist auch eine Öffnung von oben. Das heißt, wir können auch von oben reingehen. Und hier hinten kann natürlich auch noch einer sein. Aber wenn es bei den beiden Hunden als Verlust bleibt, dann denke ich, können wir damit zufrieden sein. Würde ich fast sagen, man soll ja nicht immer so greedy sein. So, da ist er auch schon. Kann der hier auf dem Dach den treffen? Ich glaube nicht. Was ist das Problem? Der Hügel ist das Problem.
spielen wir einen Snapshot von hier. War gut gedacht, aber da ist ein Baum im Weg. Kriegen wir den vielleicht mit einer Nade? Sieht gut aus. War es aber noch nicht. Irgendwo ist noch ein zweiter. Der Kampfhund ist wieder bewusstlos geworden. Keine Ahnung, wann der wieder aufgewacht ist. Das ist mir irgendwie entgangen. So, hier. Alles frei. Alles frei. Ja, du hast drei Wunden. Mach, dass du hier rauskommst. Wo ist unser Medic? Dann rennst du einfach mal zu Hilfe, würde ich sagen. Die Frage ist, wie kriegen wir den hier da raus? Ich glaube, der ist hier auf dieser Seite ist eingesperrt. Das heißt, wir müssen... brauchen irgendeinen mit einem Laser Rifle. Wenn wir einen Autoshot machen, muss er tot sein. Oh wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da rauskommt. Okay, so viel zu, wenn es bei den beiden Hunden als Verlusten bleibt, ist es okay. Es bleibt natürlich nicht dabei. So, geh zurück in den Iron Fist. Nächste Runde holen wir ihn. Dass er aber auch noch einen Raketenwerfer haben muss, ne? Willst du mich verarschen? Da ist noch ein zweiter. Bitte was? Ich glaube, es hackt. No line of fire? Wirklich? Warum denn? Da sollte doch eine line of fire bestehen. Okay, der ist tot. So, der andere hat keine Munition mehr. Das heißt, ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Wow. Wir haben tatsächlich noch einen verloren. Das war doof, aber ich meine, was soll man tun, wenn der Gegner auf diesem engen Raum einen Raketenwerfer hat? Ja. Dann hat man halt ein Problem. Enforcer Corpses. Moment mal, ich glaube, die MIB-Typen, die können wir für irgendwas gebrauchen. Ich werde die jetzt erstmal nicht verkaufen. Was haben wir sonst noch? Wir haben Laser Rifles, die wollen wir behalten. Relativ viel Illyrium wieder erhalten. Ich denke, das werden wir dann wieder irgendwo hinschieben. Wir bauen 1,5. So. Erstmal zurück nach Hause. Und dann werden wir nach... hat China das? China hat Illyrium. Hat Brasilien Illyrium? Brasilien hat ebenfalls Illyrium. Hat Kanada Illyrium? Ups. Kanada hat. Doch, hat auch. Dann schicken wir das nach Australien. Wenn ich es denn finde. Hier ist es. Ich denke, wir gehen jetzt einfach auf 400 runter, damit wir wieder ein bisschen Platz kriegen. Weil sonst müssen wir nur die ganze Zeit immer wieder verkaufen. Das stört mich ein bisschen. Kostet immer relativ viel verhältnismäßig, das zu transferieren. Ist jetzt nicht die Welt, aber... Illyrium-Batterie.
By careful examination of the UFO power source, we have developed the technology of storing vast quantities of energy using Ilarium cells. This advanced battery greatly exceeds any other portable power source we previously developed. Jetzt können wir Gauss-Waffen herstellen. Was nehmen wir denn als erstes? Ich würde sagen, das Rifle, das scheint mir am wichtigsten zu sein. Und wir können Alien Laser Rifle Clips herstellen. Nicht, dass wir die jetzt irgendwie in einer Art und Weise brauchen. Ich möchte von den Laser Rifles sowieso eigentlich wegkommen. Oh. Ein Very Large on the Ground. In Grönland. Kanada ist keins. Ich glaube, das ist wieder so eine MIB-Bastion, weil ich glaube, die normalen Very Large hätten wir gesehen, wie sie dahin fliegen. Und ich werde jetzt aber schon mal unseren Iron Fist ausrüsten. Also wir brauchen noch drei Leute. Wir nehmen wir mit. Hier oben sind keine Rookies mehr dabei. Das heißt, wir machen das so. Armor haben alle. Wundervoll. Equipment sollte... Oh. Gauss Sniper Rifle und Clips haben wir ebenfalls. Nehmen wir doch einfach mal mit. Heavy Laser. Ja, ich denke, das passt soweit. Ich möchte allerdings warten, bis es Tag wird. Hoffentlich. Dann machen wir das so. Scheint noch rechtzeitig geklappt zu haben. Und ich werde die Mission jetzt auch in dieser Folge noch anfangen. Weil sonst kommen wir hier nie vorwärts. Sonst ist die Folge auch relativ kurz, glaube ich. So, du kriegst auf jeden Fall ein Medkit. Keine Ahnung, warum du beim letzten Mal keins dabei hattest, aber du brauchst eins. Hast du auch noch Platz? Ich denke, eine Granate reicht von den normalen. Das ist nicht so wichtig. Du schmeißt das Ding hier weg. Und du kriegst den Heavy Laser. Ja, ich werde das kurz off-cam ausstatten. Ich habe mich schon wieder vergessen. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Wir haben mehr oder weniger das gleiche Setup wie in der letzten Mission. Das Einzige, was jetzt anders ist, ist, wir haben einen Heavy-Laser-Typen dabei. Wir haben einen zweigenden Rocketeer dabei. Und wir haben ganz neu hinten zwei mit Gauss-Sniper-Rifle. Sobald wir mit der Mission fertig sind, werden wir uns die Waffen auch mal ein bisschen genauer ansehen. Aber das geht jetzt leider nicht. Deswegen müssen wir uns damit zufrieden geben. Mit dem, was wir haben, sind Sektoide. Was eigentlich soweit ganz gut ist, weil wir... haben eigentlich nur Psi-Soldaten mit dabei. Und in diesem Falle werde ich jetzt auch erstmal... Du triffst mal wieder nicht. Duck dich. Vielleicht kann jemand von hinten über dich rüberschießen. Oder einfach in dich reinschießen. Mensch, das gibt's doch nicht. Mit dem Rocket hier möchte ich eigentlich nicht unbedingt schießen. Echt? Ach, das ist doch... Das ist doch scheiße. Direkt ein Mann am Anfang verloren, das mag ich gar nicht. So, wer hat hier die Smoke? So, bevor wir jetzt noch irgendwelchen größeren Unsinn machen, werden wir die Runde beenden. Wir haben schon genügend verloren jetzt in der ersten Runde. Ich hätte die Smokes rausschmeißen sollen, die Runde beenden sollen, dann wär wahrscheinlich alles kein Thema gewesen. Wobei, er ist echt halt direkt vor unserem... Direkt vor unserem Raumschiff gestartet.
Nee, es ist tatsächlich ein Raumschiff. Es ist interessant. Ich hätte gedacht, das wäre so eine. Und da ist der zweite Hund dahin. Ich glaube aber, dieses sehr große Raumschiff hat keine Cyberdisks. Kannst du hier noch schießen? Yep. Ganz knapp. Du wirst den ja wohl oder sicher treffen, jawohl, das passt. Ja, es ist schon wieder ein sehr schlechter Start. Irgendwie habe ich so ein Händchen dafür, die Starts zu verbocken. So, Tom Bing. Wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt nur Psi-fertigkeitige Leute sind, ist das wieder ein Wort. Mein Deutsch lässt schon wieder stark zu wünschen übrig, aber. Kennt man ja mittlerweile. So, dann müssen wir jetzt unsere Leute hier irgendwie rausbringen. Einer muss hier rein. So viel steht fest. So, Rocketeer. Einer muss hier nach hinten gehen. Auf jeden Fall, da kommt sonst nur wieder ein Gegner raus. Sehe ich jetzt schon kommen. Renn du mal dahin. So, Sniper. Ich würde sagen, erstmal hier hin für den Moment. Oder hier. Ich weiß nicht, ob er über diesen Hügel rüberschießen kann. Rocketeer. Hier hin. Von hier können auf jeden Fall wieder Gegner rauskommen. Ich glaube, das hatten wir ganz am Anfang mal so ein Raumschiff. Hier hin mit dir. Wir sind jetzt ein bisschen ausgebreitet. Ich denke, das ist ganz gut für den Fall, dass die Gegner irgendwie wieder mal einen Rocket Launcher oder sowas dabei haben. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das war nicht mal ein Rookie, der da gestorben ist. Ich glaube, die Rookies sind alle ganz hinten. Ja. Sollte ich mir vielleicht für die Zukunft merken, dass ich die Rookies tendenziell eher vorne hin packen sollte? Sniper. Schauen wir mal, was die Gegner machen. Da kommt schon wieder einer. Das ist. Jetzt hat's Tom Bing erwischt. Warum haben wir irgendwelche Rookies, die schießen können, die vielleicht etwas Erfahrung brauchen? Du zum Beispiel. Klasse, nichts gebracht. Dann du der Nächste. Probieren wir es mit dem Rocket Launcher. Ducken. 93%. Und viel Feuer. So, reload auch direkt. Wir sollten vielleicht schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Smoke haben. Das ist so zu gefährlich. Ich denke, das ist mit so das Hauptproblem, das wir jetzt hier haben. Das sollte auf jeden Fall helfen. Dann gehst du hier um die Ecke. Kein Gegner hier. Aber ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Episode. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.